Hallo ihr Lieben. Hi. Wir sind gerade auf den Van Days. Heute beginnt hier für uns der erste Tag. Und wir wollten euch mal ein bisschen mitnehmen auf unseren Spaziergang. Gehen nachher mal eine Runde mit euch übers Gelände. Ja, übers Festivalgelände. Ist jetzt im Vergleich zum Dachzeltfestival schnuckelig klein. Ja, eine absolut andere Hausnummer und Kategorie. Ja. Aber dafür gemütlich. Wir saßen gestern Abend noch relativ lange alle zusammen am Feuer, haben mal ein paar von den Ausstellern so kennengelernt, konnten uns mit ein paar Leuten unterhalten, die wahrscheinlich jetzt während dem laufenden Festival oder keine Zeit haben. Betrieb des Treffens weniger Zeit für so Geschichten haben. Und das hat auch einen kleinen Reiz, muss man auch sagen. Also bis jetzt gefällt es uns auch ganz gut. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Landschaft. Und das Wetter. Und speziell das Wetter. Wir haben noch mal richtig Glück gehabt. Ja, wir haben 11 Uhr und es ist einfach schon Top- und T-Shirt-Wetter. Auf jeden Fall. Und alles Weitere seht ihr dann später. Sind wir gerade mal am Stand von Ticket to the Moon und testen mal die hiesigen Hängematten aus, wovon ich mir auf jeden Fall eine mit nach Hause nehmen werde. Mega chillig, total geil. Erzählen. Wie ihr seht, sind wir schon sehr chillig unterwegs. Du bist? Hi, ich bin Simon. Das ist der Simon und der beantwortet uns jetzt mal ein paar Fragen. Also Simon, warum sollten wir bei euch Hängematten kaufen? Also Ticket to the Moon Hängematten aus Fallschirmseide sind einfach super leicht, super robust und super bequem. Super bequem, wie du schon merkst. Und überall hin mitzunehmen. Denn was Ticket to the Moon von vielen anderen Herstellern vielleicht abhebt, ist unsere komplett faire Produktion und die Zero Waste Policy. Also ist noch nie ein Stück Material weggeschmissen worden, aus allen verschnitten werden. Rucksäcke, Einkaufstüten, dem Material für Häuser, Polsterfüllungen. Also es wird alles verwendet. Nächster großer Vorteil, die Langlebigkeit. Einfach eine Anschaffung fürs Leben. Deswegen können wir auch 10 Jahre Garantie auf unsere Produkte geben. Also wir machen Produkte für uns und teilen sie gern mit allen. Wir testen sie selber auf Herz und Nieren. Das klingt auch sehr gut. Worauf muss ich denn achten, wenn ich so eine Hängematte kaufen will? Also die ganz wichtig bei unseren Hängematten ist die Verarbeitung. Man sieht hier diese Dreifachnaht, wo die Stoffstücke miteinander vernäht sind. Und genau die ist halt auch die technische Herausforderung, dass man breite Hängematten herstellen kann,
und das einfach miteinander gut verbunden ist. Die Breite von einer Hängematte ist außerdem wichtig, weil man ja nicht ganz gerade, wenn man den Schlafmüll drinnen liegen sollte, sondern ungefähr 45 Grad diagonal, damit man einen geraden Rücken und eine gerade Hüfte hat und die damit Nacht nicht am nächsten Tag bereut, wenn man wirklich den schlafen will. Okay. Was habt ihr für Größen? Was gibt es für Unterschiede bei Hängematten? Wir haben grundsätzlich drei Standardgrößen, die immer gleich lang und unterschiedlich breit sind. Die heißen Compact, Original und King Size. Immer 3,20 lang und 1,55, 2 Meter bzw. 2,30 Meter breit. Und eben, wie wir gerade gesagt haben, beim Diagonalliegen ist dann die Breite eben ein relevanter Faktor für die Gemütlichkeit, dass man einfach schnell und einfach die Position findet, in der es gemütlich ist und man sich auch mal zu zweit reinsetzen kann. Und nichts rausfällt, wenn man drin sitzt. Genau. Cool. Was ist das für ein Modell, in dem wir drin sind? Wir sitzen jetzt in der King Size. Das ist eben die größte von den drei Standardvarianten mit 2,30 Meter Breite und 3,20 Meter Länge. Also da ist wirklich sogar noch ein bisschen was am Stoff. Da geht schon einiges rein. Kann man sogar vorher noch einen Crepe essen. Passt trotzdem. Auf jeden Fall. Unsere Standardhängematten sind immer zugelassen bis 200 Kilo. Da geht es dann aber um die Metallhaken, die normalerweise dabei sind. Wenn man die durch einen Karabiner ersetzt, ist man schon bei der Tragkraft vom Seil und kann 500, 600 Kilo leicht reinladen. Stahlhaken hat halt den Vorteil, dass er klein und leicht ist und trotzdem relativ viel schon aushält. Ja, sehr gut. Also auch bei hohem Gewicht und viel Naschung hat kein Problem. Ja, perfekt. Super. Dann danken wir dir vielmals. Ja, bitte gerne. Für das Statement. Und falls ihr noch Fragen habt, entweder unten in die Kommentare. Und wir lassen euch natürlich den Shop und die Homepage in der Infobox. So sieht's aus. Ja, gerne. Danke euch. Ansonsten findet ihr hier alle weiteren Infos über die Hängematten von Ticket to the Moon. Und jetzt wollen wir auch sowas. Dann macht's gut. Ciao.